Hallo Wander- und Traumschleifen-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir sind in Trassen im Kreis Trier-Saarburg und gehen heute wieder eine Traumschleife, die Saar-Leuchttal-Panorama-Traumschleife. Wir haben total schönes Wetter, die Sonne scheint und wir hoffen, dass das so bleibt. Ja, und wenn ihr uns wieder begleiten wollt, dann kommt mit. Ja, wie gewohnt schmeiße ich wieder meinen Wandercomputer an für ein paar Infos zur Wanderung. Wir laufen heute 11,4 Kilometer, das ist ein bisschen mehr wie die letzten Male. Wir hoffen, dass es nicht dunkel wird. Ja, wir sind heute spät an, ne? Genau, wir müssen ein bisschen Gas geben. Und es sind 320 Höhenmeter. Das ist okay, denke ich. Ja, genau. Und ja, wir haben uns heute bewusst gegen eine Tour in den Schneegebieten entschieden, da die so überlaufen sind. Und da wollen wir natürlich nicht in dieses Gedränge reinkommen. Genau. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors,
lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Wanderfreunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Wanderung. Die sehr schön war, also wir sind sehr positiv überrascht. Es ist ja eine relativ neue Traumschleife von 2018. Ich hatte auch neue Beschilderungen. Ja, aber die war sehr, sehr schön, sehr abwechslungsreich. Die Höhenmeter sind relativ anstrengend in der ersten Hälfte, aber das geht mit ein bisschen Grundkondition ganz gut. Genau, ein bisschen Kondition ist wichtig und ich denke, die Tour muss man wirklich gehen, wenn schönes Wetter ist wie heute, sonst hat man von diesen ganzen Panoramen einfach nicht viel. Da, ja, wenn Nebel ist, sieht man davon halt nicht viel. Ja. Ne? Daher bei schönem Wetter gehen und jetzt hier bei dem Wetter war das eigentlich ideal zu gehen. Ne? Und ja, wir bedanken uns, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns ein paar Kommentare da und wir würden uns auch über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!